Ich habe eigentlich keinen Plan, was ich erzählen soll, weil mir geht's gut. Ich kam hier total gut gelaunt rein und ich bin einfach happy, kenne keine Probleme. Ich bin Christ, kenne Gott. Also läuft ja alles immer super. Wenn ihr mir das jetzt abgekauft habt, dann weiß ich auch nicht. Ich bin als Seelsorgerin tätig und kriege immer wieder die Frage gestellt, so, hey, wovor hast du denn Angst? Oder gibt es irgendwas, was dir Angst macht? Oder warst du schon immer so? Und bei der Frage, gibt es irgendwas, was dir Angst macht, dann sage ich immer so, ja, weiß ich nicht, du vielleicht, wenn du mir gerade die Frage stellst. Warum stellst du sie mir? Was ist denn los? Tatsächlich hat mich diese Frage dann, also weil ich sie eben öfter gestellt bekommen habe, so ein bisschen zum Nachdenken gebracht und mich dann einfach daran erinnert, wo ich dachte, wow, das ist krass, dass es jetzt so ist, dass es ja früher einfach mal eine andere Zeit gab, wo ich eben ängstiger war so, und eben nicht immer so happy war und nicht immer irgendwie, ich bin jetzt auch nicht immer happy, ne? Also nicht falsch verstehen, aber wo es mir nicht oft gut ging, wo es mir eher schlechter ging als gut und wo ich einfach den Eindruck hatte, dass mein Leben einfach nichts wert ist. Ich habe Glasknochen, heißt, die brechen schneller als bei anderen. Und das heißt, ich bin als Kind sehr früh eben mit Gott aufgewachsen. Ich komme aus einem christlichen Elternhaus. Und das war aber religiöser geprägt damals, als eben frei sozusagen. Und dementsprechend habe ich dann immer wieder Glaubenssätze mitbekommen, die mich einfach eher dazu gebracht haben, dass ich so gar keinen Bock mehr hatte, damit was zu tun zu haben mit Gott. Und dass ich einfach gar keinen Bock hatte, irgendwie mit ihm unterwegs zu sein. Weil ich einfach, eben abgesehen von der Behinderung, natürlich immer wieder das zu hören bekommen habe. So, ne? Also nicht von den Eltern, sondern generell meine ich das jetzt. Ne? Kannst das nicht, schaffst du nicht, kriegst du nicht hin. Und das führte dann halt dazu, wenn du das ja immer wieder hörst oder auch vermittelt bekommst, dass ich so den Eindruck hatte, irgendwann mal, oh ja, ich kann wirklich nichts, ich schaff das auch nicht und lohnt sich für mich auch gar nicht. Und ich bekam dann im Alter von 10 Jahren Depression und hatte dann Angstattacken bekommen. Irgendwann mal habe ich gedacht, okay, ich werde nicht überleben, so. Hab dann jeden Tag so gedacht, okay, wenn ich heute den Tag geschafft habe, dann ist schon mal gut. Ansonsten, nein. Und immer wieder eben so im Hinterkopf, okay, scheinbar liebt mich Gott, aber ich sehe nichts davon. Er sitzt da wie so ein Buchhalter und schreibt einfach immer meine Fehler auf, auch meine Gedanken über mich, ne? Und wartet quasi darauf, mich zu bestrafen. Dann war das aber so, dass ich immer wieder eben stärker in diese Depression kam und das dann so weit war, dass ich dann auch wirklich Angst hatte, irgendwann zu leben und Angst einfach auch vor dem Tod, einfach generell Angst. Ich habe aber so das gehabt, dass man das in der Schule gar nicht merkte, weil ich super gut aufgepasst habe eigentlich auf das, also ne, im Unterricht und da immer dem folgen konnte, aber sobald die Lichter aus waren, sobald ich dann quasi allein war, kamen diese Gedanken, ist nichts wert. Und dann habe ich in den Spiegel geschaut, dachte, meine Güte, wie kann man nur so hässlich sein? Und so, also wirklich die krassesten Gedanken. Irgendwas aber ließ mich die ganze Zeit nicht los. Und ich weiß gar nicht so richtig, wie, aber es ließ mich einfach nicht los. Und ich glaube einfach, ich bin generell super neugierig als Person. Und ich glaube einfach, das war so meine Neugierde, die mir dann sagte, ah, okay, die Menschen sagen dir dies und das und hast du nicht gesehen. Aber ich will für mich einfach wissen, ist Gott wirklich so scheiße? Einfach für mich so, ich möchte ihn kennenlernen. So, weil Bibel und alles kannte ich, das hat mir aber nicht viel gebracht in dem Moment. Also habe ich gesagt, pass auf Gott, das waren dann schon 3 Jahre lang, war ich in der Depression. Also pass auf Gott, also wir machen das jetzt so. Wenn du mich wirklich hier haben willst und wenn du mich wirklich gemacht hast, weil du mich wolltest, weil du Bock auf mich hattest, dann musst du es mir zeigen, ansonsten habe ich keinen Bock auf dich. So, weil sonst macht das für mich alles gar keinen Sinn. Und irgendwie habe ich einfach immer wieder im Alltag gemerkt, ich kann jetzt nicht sagen, dass es irgendwie was war, wo man sagt, okay, wie das vielleicht bei ganz vielen auch ist, okay, und dann traf das wie so eine Bombe ein oder so, sondern ich habe irgendwann einfach im Alltag gemerkt, so je mehr ich eben ihm diese Fragen gestellt habe, liebst du mich wirklich oder wer bin ich für dich, dass er mich
gemacht hat, dass er mich mag, dass er mich toll findet und vor allem aber auch so, ich glaube, dieser einschneidende Moment, als ich das so gemerkt habe, war, als ich meinem Unterricht saß und irgendwie war das wirklich so ein Gedanken, den ich auf einmal hatte, wo ich da saß mit einem Unterricht und den Lehrer hatte, der mich tatsächlich auch gemobbt hat. Genau, das hatte ich auch noch in der Schule. Ich wurde immer mal wieder gemobbt von den Lehrern. Und dann saß ich da und auf einmal, ich kann das gar nicht sagen, das war auf einmal so da. Dieser Gedanke, hey, wie bescheuert bist du eigentlich? Warum lässt du dir von 10.000 Menschen Dinge sagen? So, ich meine, jeder Mensch hat ja seine eigene Vergangenheit und seine Probleme und ist geprägt und so weiter. Und manche sind vielleicht einfach auch super unsicher und sagen diese Dinge, weil sie nicht wissen, manchen Dingen, wie sie mit ihr umzugehen haben. Oder ebenso wie ich es geprägt war, ne, durch diese ganzen Glaubenssätze. Wieso lässt du dich davon so fertig machen? Bist du eigentlich bescheuert? Du bist doch dafür da, um frei zu sein, um einfach, ich meine, ich war ein Teenie, um einfach mein junges Leben zu genießen so und auch Teenager sein zu können. Und erstmal habe ich so gedacht, okay, ist das mein Gedanken oder ist das jetzt irgendwie so ein Zeichen von dir, Gott? Ne? Weil ich gesagt habe, zeig es mir so. Habe das dann erstmal so stehen lassen, dachte so, ja, stimmt eigentlich schon. Eigentlich ist das wirklich Quatsch, sich irgendwie durch irgendwelche Umstände oder Menschen beeinflussen zu lassen. Habe das dann so stehen lassen und habe dann immer wieder drüber nachgedacht. Ne? Habe das immer wieder einfach für mich in meinem Herzen bewegt. Und ich habe eine kleine Schwester und die war damals sehr klein. Und die war so diejenige, die mir einfach diese Kraft gegeben hat. Das weiß sie selber nicht, weil sie eben klein war. Aber dass ich generell in dieser Zeit, wo ich die Depression und alles hatte, dass ich da immer wieder den Gedanken hatte, also ich wollte mich nie selbst umbringen. Ich habe immer gesagt, Gott soll das machen, wenn er Bock hat. Ich mache das nicht, ich gebe die Verantwortung ab. Dann war das so, dass ich immer auf sie aufgepasst habe und immer so den Gedanken hatte, ah, ich muss für sie durchhalten, ich muss auch weiterhin für sie da sein, weil wenn sie älter wird und so, möchte ich einfach, dass sie ein bisschen anders aufwächst als ich, dass sie andere Glaubenssätze mitkriegt, dass sie nicht genau so was mitmacht, wie ich das habe. Dann war das einfach so, dass ich irgendwann gemerkt habe, okay, in mir tut sich irgendwas. Es hat sich einfach irgendwas von, also in mir selbst verändert, in meiner Haltung mir gegenüber auch tatsächlich und in meiner Haltung auch anderen gegenüber. Ich wollte auch niemandem irgendwie die Schuld dafür geben, für das, was abgegangen ist. Und habe dann einfach gemerkt, okay, da tut sich irgendwas. Und dieses Gefühl, was ich erlebt hatte, das war einfach, ja, das war so klar für mich, dass es eben nicht ich selbst bin, sondern dass es irgendwie was anderes sein muss. So. Und in dem Fall, weil ich eben vorhin noch gesagt habe, okay, Gott, zeig mir das, und weil ich an ihn geglaubt habe, war das für mich irgendwie so klar, dass es Gott ist. Dann war das aber so, ich war dann jetzt quasi, habe diese Glaubenssätze so langsam losgelassen, aber war ja natürlich nicht immer alles perfekt. Ne? Oft sagt man ja, na komm, Gott, das ist alles super. Nein, war es aber überhaupt nicht. Sondern dann fingen die Herausforderungen erstmal an. Und ich habe irgendwann mal gemerkt, die Leute kommen zu mir und stellen mir irgendwie Fragen, erzählen mir ihre Geschichte, egal wo ich auf der Straße unterwegs bin oder so. Wo ich dachte, was wollt ihr eigentlich? Ich habe immer früher gesagt, ich werde nie Seelsorger. Weil wer will sich das denn anhören, habe ich immer gesagt. Ja, genau, siehst du mal. Und dann war das so, dass ich dann irgendwann mal aber den Eindruck hatte, okay, die Menschen wollen von mir einen Rat, die Menschen kommen, vertrauen mir. Ich hatte so den Eindruck dann gehabt, ich sollte da rein in die Seelsorge. Und habe erstmal hin und her überlegt, weil ich dann erstmal eine Ausbildung gemacht habe und natürlich eine andere, ne, ist klar. Weil warum soll ich das machen, wo quasi dass meine Intuition das auch sagt und was ich eigentlich tief im Innern weiß. Man geht erstmal 10.000 Umwege, also ich zumindest oft. Dann war das so, dass ich irgendwann dann aber dazu kam und dachte, okay, ich mache eine Ausbildung zur Seelsorgerin. Habe die dann auch gemacht, musste dann aber eine Prüfung ablegen, um dann da weiterkommen zu können. Und dann war das so, also an sich, wie gesagt, habe ich immer gutes Feedback bekommen. Aber dann war das so, dass die Leute, also die Dozenten, müssen gesagt, dass sie mich durchfallen ließen durch die Prüfung und gesagt haben, ich habe das zwar gut gemacht, aber dadurch, dass ich aufgrund meiner Behinderung immer eine Assistenz benötige, geht das nicht.
weil die ist dann mit im Raum und wenn wir dann quasi da irgendwelche Gespräche haben und so, das wird nicht funktionieren. Ich war dann auch eben so baff, weil ich das gar nicht verstanden habe, was los ist und wie das einfach sein kann, wenn Gott mir auf der einen Seite zeigt, okay, hier, mach das und ich mach das dann und dann passt das wieder nicht so. Was ist denn eigentlich los? So, was kann ich denn überhaupt? Und mit diesen ganzen Gedanken, die dann kamen, habe ich einfach gesagt, weißt du was, ganz ehrlich, hey, keine Ahnung, was du willst. Ich sag dir eine Sache, nimm einfach alles, weil ich habe keinen Bock mehr. Also mach damit, was du willst. Ich werde jetzt in eine ganz andere Richtung gehen und werde jetzt was anderes machen. Und ich bin jetzt nicht sauer auf dich, aber mach halt einfach. Und habe das immer wieder mir auch verboten, dann diesen Impuls, der immer wieder hochkam. Ich habe den immer unterdrückt. Ich habe das mir immer wieder verboten, dass der irgendwie hochkommen darf, weil ich gesagt habe, nee, bin ja durchgefallen, ne? Und hatte wieder eben dieses, schon wieder stand ich an diesem Punkt, kannst du nicht, schwerer Fall, darfst du nicht. Ne, ist immer so gewesen, wenn ich reinkam, ist heute noch oft so übrigens, wenn ich reinkomme, das dann heißt, bei Ihnen das geht nicht. Und heute schon gucke ich dann die Leute an und sage, boah, erzählen Sie was Neues, lassen Sie mich raten, schwerer Fall, ja, woher wissen Sie das? Sag ich, du hast nicht geraten. Und dann ist das so, dass ich, heute kann ich drüber stehen. Damals eben nicht. Und dann habe ich gedacht, komm, mach einfach, mach damit irgendwas, ich mach was anderes. Und dann bin ich zwar in den sozialen Bereich gegangen, aber gar nicht, hatte nichts mit Seelsorge zu tun. Auch mit Menschen tatsächlich, ich habe mit Menschen mit Behinderung gearbeitet. Und dann aber irgendwann habe ich immer wieder gemerkt, so dieses, das kommt immer wieder so hoch und so. Und wie gesagt, und wieder kommen Menschen und Geschichten und so und stellen mir Fragen. Wie ich dann aber so bin, super stur, bin ich einfach weitergegangen, bin in den Wirtschaftsbereich gegangen. Habe was ganz anderes gemacht. Dann war das so, dass ich gehen musste, weil aufgrund von Corona konnten wir nicht mehr weitermachen. Und ich saß plötzlich ohne Job da erstmal und hatte dann so, ja, keine Ahnung gehabt, wie geht's denn jetzt weiter mit mir so. Ich meine, ich habe Gott vertraut, aber das mit der Seelsorge, ich meine, war dann schon zwar einige Jahre her, aber das war immer wieder so ein, soll ich das überhaupt nochmal machen, woanders machen, ist das überhaupt meins? Und dann habe ich mich aber entschieden, das doch nochmal zu machen und bin dann da eingestiegen und diesmal wurde ich auch dann komplett durchgelassen, habe die Prüfung bestanden und bin jetzt quasi im Aufbau sozusagen Seelsorgerin, also relativ frisch, dieses Jahr habe ich das geschafft. Wenn ich heute so zurückschaue, ziemlich krass, was Gott so machen kann, aus den verschiedenen Dingen, aus verschiedenen Glaubenssätzen, die so scheiße sind, dass du einfach denkst, wie kann das sein, dieses eigentlich sollte man ja frei sein in dem, wie man glaubt, was man glaubt. Und fühlt sich dann aber gleichzeitig wieder so super eingesperrt. Ne? Also das war das, wie ich das damals empfand. Und heute bin ich einfach total happy mit und lebe das auch super frei. Und wie gesagt, auch wenn ich so zurückdenke, war das zwar die Hölle auf Erden für mich, aber andererseits war das gut so. Also weil ich glaube, ich einfach niemals sonst an dem Punkt gekommen wäre, an dem ich heute bin. Und heute bin ich einfach glücklich, so wie das ist. Und wie gesagt, die Herausforderungen, die habe ich immer wieder so. Und ich erwarte auch nicht, dass alles perfekt ist, weil das ist eben auch dieses, was ich mitbekommen habe. Ne? Als Christ darf es dir ja nicht schlecht gehen. Warum nicht? Weil ich bin ja ein Mensch, also kann es mir ja gut gehen. Nee, darf es nicht, weil Gott will ja die ganze Zeit, dass du immer nur am Lachen bist und so. Ja, aber das Ding ist, ich bin ja ein Mensch. So. Und da gibt es dann halt manchmal auch andere Zeiten, aber ich weiß einfach für mich, egal wie krass das ist, so und dadurch, durch das, was ich schon erlebt habe, dass er immer da ist so und dass er immer wieder mich nicht fallen lässt. Und viele fragen mich dann ja, wie definierst du das oder wie hörst du Gott bitte oder woran machst du es fest? Keine Ahnung, bei mir ist das einfach so, es ist so, ich höre ihn nie super laut oder nie super hämmernd, weil so kann man bei mir auch nicht ankommen, so erreicht man bei mir nichts. Sondern das weiß ich dann tief in meinem Herzen einfach. Es ist dann da und ich weiß das dann einfach, dass es
nicht meine Gedanken sind. Das ist dann eben sowas, ja, für mich, also jeder hört das ja anders, wenn er mit Gott unterwegs ist, aber so sowas, was ich einfach tief im Inneren dann weiß und spüre, sowas ganz Leises einfach, auch bei den Gedanken, ein ganz leiser Gedanke, wo ich dann einfach weiß, okay, das ist das. Und manche sagen dazu Intuition, manche sagen dazu keine Ahnung was. Genau, ich für mich weiß einfach, für mich ist das Gott, der dann in dem Moment zu mir spricht. Genau, das war's eigentlich. So.